Der Deutsche Derivatetag des Jahres 2018 in Frankfurt am Main und in der Rubrik Research Corner. Neues aus der Forschung zu Zertifikaten und Finanzprodukten wollen wir uns jetzt um das Thema innovative Finanzprodukte kümmern. Und zwar mit Professor Dr. Steffen Meyer vom Lehrstuhl für Finanzwirtschaft an der Leibniz-Universität in Hannover. Danke, dass Sie direkt nach dem Vortrag zu uns gekommen sind. Erstmal ganz grundsätzlich gefragt, was macht denn ein Finanzprodukt innovativ aus Ihrer Sicht? Dass es grundsätzlich Menschen Anlagemöglichkeiten bietet, die vorher nicht vorhanden waren, die man standardmäßig über Aktien, über Anleihen nicht so einfach hätte darstellen können. Ein Beispiel aus meinem Vortrag auch sind passive Indexzertifikate, passive ETFs, die zu kostengünstigen Preisen einen Index nachbauen, oder wenn man über Zertifikate nachdenkt, die eine Risikoabsicherung oder auch eine Hebelfunktion anbieten, die so einfach für den Privatanleger an existierende Kapitalmarktprodukte nicht abzubilden gewesen wäre. Gehören denn diese strukturierten Produkte in jedes Depot oder muss man das auch individuell betrachten? Ich glaube, das ist immer abhängig von der persönlichen Situation, in der sich Kunden befinden. Grundsätzlich, glaube ich, gilt für Investitionsentscheidungen von Menschen immer ein Dreiklang, der sich aus Diversifikation, langfristigen Halteperioden und geringen Kosten zusammensetzt. Danach gibt es natürlich in so einer Art Core-Satellite-Strategie bestimmte Themen, wo man bestimmte Produkte hinzumischen kann, wo man bestimmte Themen spielen kann, wo man bestimmte Absicherungsstrategien fahren kann, wo diese Produkte dazugehören. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wenn man über jedes Produkt redet, was man sich sozusagen vorstellt. Man könnte sagen, ein Indexzertifikat über einen weltweiten Aktienindex, der würde in jedes Produkt gehören oder in jedes Portfolio gehören. Heißt nicht, dass nicht ein Aktienfonds, der auch einen Weltmarkt abbildet, nicht genauso geeignet wäre. Gibt es denn so etwas wie eine ideale Haltedauer von strukturierten Produkten in einem Portfolio? Oder ist das auch wieder von der aktuellen Marktverfassung jeweils abhängig? Ich glaube, das ist sowohl von der aktuellen Marktsituation abhängig, als auch natürlich abhängig von den persönlichen Erwartungen, als auch abhängig von der persönlichen Situation, in der man sich befindet. Ich glaube, dass es die ideale Haltedauer nicht gibt. Grundsätzlich geht es nur immer darum, nicht hektisch hin und her zu springen zwischen Anlageprodukten, weil das üblicherweise nicht auf neuen Informationen, sondern nur auf Emotionalitäten beruht. Wenn man nur auf Emotionalitäten handelt, dann hat man da häufig nur Kosten, ohne dass man daraus einen Mehrwert generieren kann. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Sie in all diesen Untersuchungen auch festgestellt haben, was gute Investoren von schlechten Investoren unterscheidet. Zumindest höre ich das so ein bisschen schon raus aus Ihren bisherigen Antworten. Wie lautet hier Ihr Fazit? Ja, wir haben uns sowohl Zertifikatinvestoren angeschaut, als auch Investoren in Fonds angeguckt. Ich glaube, dass diese grundsätzlichen Ingredienzen für diese Investoren immer gleich sind. Sie halten ein diversifiziertes, ordentlich aufgestelltes Portfolio, das ihren Risikoklassen entspricht, und handeln dann punktuell, wenn es sozusagen ihre Markterwartung oder ihre persönliche Lebenssituation erfordert. Also standardmäßig würden wir sagen, dass Menschen, die gut diversifiziert sind und überlegt, wollen wir sagen, relativ wenig handeln, üblicherweise nach Kosten mit den besseren Portfolien daraus gehen. Dann haben wir eine Menge gelernt. Herzlichen Dank, Herr Professor Meyer, für diese Einschätzung. Gerne.